Vielleicht ist der noch im Auto bei dem anderen Auto, was du da hattest, schätze ich mal. Weil Gehe ich du mal von weißt ja aus, jetzt, wo die wa? Tankstelle ist, ne? Weil ich weiß nur, in der Jo. andere Richtung ist eine. Immer gleich schön übers Feld fahren hier. Guck mal, das ist jetzt südlich. Wo sind wir jetzt hier? Westlich, glaube ich. Gott. Hier ist immer gleich meine Heimatstadt gewesen, wo ich hier immer im Einzelspielermodus für mich aufgehalten habe hier. Sag mal, kann man die Scheibe von dem Auto irgendwie sauber machen? Die macht er doch immer runter, oder nicht beim Fahren? Nee, die Frontscheibe. So. Bist denn du jetzt? Musst du wahrscheinlich die ganzen Effekte ausschalten. Dann hast du vielleicht eine Ich ganz hab dich normale verloren. Scheibe. Fährst du die Straße lang? Ja, ne? Du fährst ja nur 60, ne? Ah, da vorne, okay. Oh, das Flimmern am Horizont finde ich schlimm. Oh ja. Oh ja. Naja, Jungs und Mädels. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Werner. So, jetzt habe ich nur noch Holzpfeiler, aber ist nicht schlimm. Die haben trotzdem Bums. Ach, Das Elfriede. Metallfeine, ne? Ne, jetzt habe ich Mist. Holzpfeiler. Hier ist nämlich ein Metallpfeil, das ist bestimmt einer, der hier drin steckt. Ja. Also ich merke schadlich keinen Unterschied. Hey, Ne. ich merke schon, dass Ich es war ganz schön trotzdem für die heftig ist. kleinen, die leicht gepanzert sind, zwei Schüsse. Weil ich komme ganz selten hier auf Kopftreffer. Das war mal einer. Weil die ja den Kopf immer so nach vorne geneigt haben. Die sind ja alle mir weggedreht. So, haben wir es, hä? Wie Aber viele jetzt sind ganz Marken schön sind viele, das? oder? Überleg mal, du würdest jetzt hier alleine, da würdest du schon einen Moment brauchen, ne? Ja. Ich guck mal, ob hier noch ein Sleeper ist. Nö. Was zu füttern? Oh, aber eine Pistole. Die nehme ich. Und ein Boah, ein Gewehr. Schrotgewehr. Cool. Aber zwei davon endlich. Können wir das eine reparieren? Ja. Ich habe eine M1911 J-Wee. Double-Wee. Mit Echt mal. rotem Lauf. Guck mal. Ey, das ist selten da. Das ist richtig selten. Die ist geil. Ey, Bester sieht ja Mann. jetzt nicht anders als. Bester Mann, genau. Sieht da jetzt nicht anders. Da steckt immer noch ein Pfeil drin, ne? Aber das. Nein, Munition. Warte mal, was brauchten die für Muni? Die braucht 45er. Alles braucht 45er. Oh. Aber das können wir auch kräften, das ist kein Problem. Ich kann es craften. Du, glaube ich, habe ich gesehen, nicht, ne? Nee.
Brauche ich gar nicht gucken. Das ist dann das ganz Fortgeschrittene. Und da haben wir auch nur zwei Magazine, also kann auch nur einer die Pistole nehmen, quasi. So, erstmal volltanken. So, dann mal raus hier mit dem. Das lutscht ganz schön Benzin. Ja. Ja, vollgetankt. Bester Mann. Jetzt nach Hause erstmal wieder alles abliefern, ne? Ne, jetzt tanke ich noch meinen Kanister voll. Achso. Ja, und dann, ja, müssen wir ja. Das Auto ist schon wieder voll. Bei dir auch? Ja, nicht ganz, aber. Er wird ja auch. Ich hab. Och, bin ich ein Stein. Ich hab das jetzt getrunken. Man verklickt sich doch mal schnell, ne? Das ist so schlimm. Säuft der hier Treibstoff? Also, was für ein Stein? Oh, wie krank. Richtiger Stein. So. Hast du irgendwelche Nachfolgen jetzt? Nö, leerer Magen. Weil ich esse Schokolade. So, und man soll ja viel trinken. Also, ich mach das jetzt einfach mal. Boah, bestes Wetter, bester Mann. So, ich stell mich ans Geländer. Schön dunkel, ne? Trink erstmal. Schön schattig. Ja. Ich trink das jetzt aus. Ach, voll doof mit den Töpfen, dass die nicht halten, oder? Wie viele Töpfe willst du dir da auf Vorrat holen? Ja, das ist schon krass. Das ist. Ich meine von mir aus, dass die Haltbarkeit runtergeht, würde ich noch einsehen, aber dass der einfach weg ist, das ist schon hart. So, warte. Hast du weggefressen? So. Okay, Sir, wir können. Wieder ein Zombie. Das ist auch cool nebeneinander. Ich kann ja eh nicht schneller. Ja. Was ist denn eigentlich für. Hast du mal getestet irgendwie, was du für einen Pin hast? Das kann man doch sehen, ne? Ja? Was kann man sehen? Ping? Kann man den sehen? Also ich sehe den bloß in der Lobby, wenn ich mich einlogge. Nee, kann man nicht sehen. Der ist bei 22 im Schnitt in deiner Lobby. Ist doch safe. Das geht schon. Auch irgendwas mit 15, da ist halt ein Test hier auf dem Server. Habe ich einen schlechten Fahrstil. Welche rechts übers Feld fahren? Oh.
Ja, ist klar. Hier sind ja unsichtbare Bäume. Nee, das war ein Stein. Ich wollte schon sagen. Jetzt sehe ich dich schon wieder. Ach, da hinten. Oh, meine Scheibe ist so dreckig. Deswegen fahre ich immer aus der Außenperspektive. Nee, ich mag aber Eco. Ja, ich weiß. Die muss man doch irgendwie putzen können. Ich guck das nachher mal. Ja, der Dreckweg hier, der macht auch Dreck. Da sprutzt auch alles. Ja. Oh ja, jetzt wird meine Scheibe sauber. Meine ist eigentlich schön sauber. Das ist doch kein Licht an, oder? Nee, nee, Sparbatterie. Habe ich erhöht übrigens, ne? Die Entladung ist schneller jetzt, also die Aufladung ist schneller beim Fahren jetzt so. Ah, okay. Ja, wir sind ja voll die, die Noobs, was Autofahren angeht, ja. Ach, jetzt weiß ich. Hier ist ja schon die Brücke. Jetzt muss gerade außen an einem Fly links hoch. Bester Mann. Der hat's erlebt. Gott. Zombies drin, ey. Das gibt's doch nicht. Warum? Für gerade schießen, da läufst du weg. Oh! Warte. Ich brauch mein Messer. Jetzt. Wo ist der zweite? Hast du schon? Aber wenigstens sind es nur zwei. Bis jetzt. Da baue ich gleich mal meine Kiste. Schon wieder 77 Dollar. Ich habe schon wieder 4.999 Dollar. Einfach so. Weil ich hatte ja fast alles ausgegeben. Ah ne, jetzt stimmt. Ja. Du hast mir ja 3.000 oder so noch gegeben. Ich habe dir dann nur noch 5 gegeben. So, hier ist mein Motorrad. So, was brauche ich jetzt nochmal? Also ich habe nur gelesen, dass man das dieses Gespawne hier in der Base oder im Gebäude irgendwie nur rauskriegen würde, wenn man das irgendwie blockiert, dass die im Gebäude spawnen, weißt du? Aber ich weiß nicht. Dann hast du nicht, dass du ja gar keine Gegner mehr hast im Gebäude, weißt du? Oh, da hinten wackelt noch einer. Moment. Bester Mann. Jetzt kommt bester Mann. Warte, da ist er noch. Oh. Bester Mann. Nur fallen wie ein Sack Wasser. Sollen wir was essen hier?
Tatsache, der Pfeil, wir sind hier rumgefahren, wir waren ausgelockt, der Pfeil steckt hier immer noch drin, den ich aus Test vorhin mal hier in die Wand geschossen habe. Das ist ja krass. Ja. Okay. Das hat mich auch gewundert, wo ich gestorben bin, müsste ich ja einen Server einen Neustart machen. Da war mein ganzes Zeug noch da. So, erstmal hier ein bisschen Kohl fressen. Ich tue das mal kurz in mein Auto. So. Maus. So. Axt. Ich habe einen 2 Kilo Pilz gefunden. Bofist, wa? Mhm. Die 1. Nee. Das ist kleiner Holzscheit, okay. Jetzt bin ich voll gefressen. Holzstamm. So. Nein, nicht. Schön. Kriege ich die hier rein? Ich hoffe. So, jetzt wollte ich mal gucken. Es regnet ganz schön viel hier, ne? Man kann nicht mit den ja, improvisierten Regenmantel sammeln, kann man nämlich dann. Ach, so ein Schlauch, ja, stimmt. Einen Schlauch habe ich nicht. 2 Metallrohre. Ich baue jetzt erstmal oben meine Kiste, also meine Privatkiste noch. Dann ist das auch alles erstmal. Schlauch kann man auch nicht bauen, ne? Also. Du kannst doch Regenwasser fangen, wenn du die Flaschenhälse absägst. Von Büchsen oder Flaschen. Ja. Aber wir haben ja den See, da kannst du jederzeit Wasser auffüllen, jederzeit austrinken. Wir haben ja keine Probleme. Ich denke immer in großen Dimensionen, weißt du? Also so ein Dings wollte ich auch noch bauen hier, so ein, ne? Ein Boden. Fundament? Ein Brunnen, ja, es gibt so einen improvisierten Brunnen. Den kann man bauen. Nee, warte mal, jetzt suche ich gerade Metallschrott. Bauen. Hier, bester Mann. Hand. Na. 3 Metallschrott, 6 Nägel, okay. Nehmen wir das ran. Und zack. Ich geh mal in den Fluss was trinken und Lulu machen. Oh. Ja, meine Klamotten noch abmachen hier.
Sieht doch cool aus, wenn es regnet, wie das die Tropfen überall auf dem Wasser fallen. Also das haben sie richtig gut gemacht. Diese Wasserringe überall. Sieht fast aus wie echt. Na gut, mach schon mal die Kiste jetzt. So, einmal Evil Dead. So, jetzt. Echt jetzt? Ey, was ist das für Müll? Ich kann die Kiste hier oben nicht bauen. Der spawnt mir die Bretter runter, wenn ich die auseinanderlege. Eins habe ich jetzt reingebaut. Wie lange soll ich denn da brauchen? Kann man die werfen? Ach, du bist da oben. Ja, da muss ich sie einzeln da hochschleppen. Okay. Dann zerlege ich es halt hier. Oh Gott, das wird jetzt eine richtige lange Kruschtelrunde hier. Zack. Zack. Na gut, drei Bretter kriege ich. Vier Bretter kriege ich ins Inventar. Okay, das geht. Durch den Rucksack. Es geht. So, Hälfte habe ich. Nehmen wir das gleich mit. Nicht, ne? Nee. Eine Ruhe, herrlich. So, hier liegen dann noch zwei Bretter. So. So, haben wir das nehmen wir rein, das nehmen wir rein.
So, willst du jetzt mal gucken, was Kleber und Draht und all sowas bringt, wa? Würde mich nämlich auch mal interessieren. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich irgendwas Wichtiges. Das ist es Was ja. das beim Händler bringt, weißt du? Aber Ach ich kann mir so. nicht vorstellen, dass es so viel ist, weil du kaufst es ja schon nur für 200 oder 300. Und so musst du das ja auch runterrechnen, ne? Also das sind Pfennigbeträge, weil ich vielleicht 5 Dollar oder was weiß ich, das ist ja den Stimmt. Aufwand nicht wert. Also ich denke mal, das braucht man, müssen wir mal gucken, irgendwann nicht mehr sammeln. Mal gucken, was diese Haarklammern dann bringen, klar. So. Den Rest räume ich in unsere Kisten. Sind schon 12. Meine Güte. Einfach nur rumbären hier. Langweiligste Aufnahme ever. Ja, das gehört jedes Mal irgendwie dazu, ne? Hier. Ja, eigentlich schon. Du musst ja, wenn du jetzt hier nicht bei jeder Mission, also nach jeder Mission hier ein bisschen Ordnung hältst, dann bist du irgendwann total überfordert. Also, bin ich der Meinung. Sag mal, ich hatte doch ein Pistolenholster. Muss ich mal Ich habe gucken. auch keinen mehr. Warte mal, die muss ich reparieren. Wir hatten einen. Das weiß ich. Wo haben wir denn unsere Klamotten denn hin? Nee. Haben wir gar keine Klamotten mehr? Sind alle verkauft, oder? Was suchst du denn für Klamotten? Verkauf. Und wo war die Kiste? Bei meinem Auto. Unter deiner Scheune da. Ah. Na, ich suche hier, ich bin mir sicher, wir hatten ein oder zwei solche Pistolenhalfter. Ja, die hatten wir letztens alle verkauft. Nein, weil dann sparst du Ich habe nämlich die Platz nämlich. im Inventar. Ja, ich weiß. Ich habe auch keinen. Ich habe gedacht, Ah. wir finden mal einen, aber. Wir haben nicht einen einzigen gefunden. Der wollte hier schon wieder, ich hab ihn erwischt, der wollte hier schon wieder meine Weihnachtskugeln verkaufen. Wo sind denn die anderen? Nee, die habe ich drin gelassen, die Weihnachtskugeln. Da war eine im Verkauf. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's rausgenommen. Naja, ich packe da auch Sachen rein, die nicht für Verkauf sind, sondern. Ich meine, Wo sind denn die Kugeln? so ein paar Verkaufssachen Wo packe ich sind da denn die rein. ganzen Kugeln, die wir hatten? Wir hatten doch auch so viele. Die müssten. Zwei hatten wir. Ja, die sind weg. Ne, wenn, Nein. dann müssten die im Verkauf sein. Waren da nicht? Die hast du bestimmt bei Waffen rein. Ganz gefährlich. Nochmal. Ich glaube nicht, dass ich die verkauft habe. Warte mal, Jens, sondern das ist die Holztruhe. Ich habe nur eine hier. Warte mal, ich guck noch mal. Benzinkanister, nö. Na gut, eine habe ich gerettet. Tue ich gleich in meine Kiste.
Pistole. Pistole nehmen wir mit. Alter Köcher, ne? Der was, wie heißt der nochmal? Militärischer Köcher. Militärköcher. Der ist gut. Da kriegst du nämlich gleich 3 Stacks Pfeile rein. Das mache ich jetzt auch. Komm. Ja. Ich nehme jetzt auch Holzpfeile. Das ist jetzt erstmal egal. Sind ja wieder die Axt. Tu dich mal weg. Bei Werkzeug. Das war doch hier. Ich merke mir das schon irgendwann, wo hier was ist. Munition. Ja. Hier. Werkzeug. So. Okay. Der Bogen verliert auch irgendwie nicht an Haltbarkeit. Also die sind richtig gut auch. Ja, sind gut, das stimmt. Das ist immer noch bei 100%. Bester Mann. Ich gehe dann eine Runde im See schwimmen und mich waschen. Wir müssten doch jetzt genug Seife haben. Ja, aber die wird aber auch schnell aufgebraucht, ne? Ich gehe trotzdem mal schwimmen. Man muss da auch mal die chilligen Seiten des Spiels genießen. Ja, wie gesagt, ich sehe das wirklich schon als eine Mischung aus Survival und Live-Simulator. Das ist ja echt krass. Also sagen wir mal, so ein bisschen Sims. Du musst ja kacken, du musst pullern, du musst essen, du musst trinken, dir ist kalt, dir ist warm, schlafen fehlt halt bloß noch. Ja, und dann aber Survival. Das ist Sims für Erwachsene. Ja. So, auf geht's. So. So. Yippie!
So. Gut. Sortiere ich jetzt mal mein Auto auch ein bisschen aus, obwohl das verkaufe ich jetzt, glaube ich, schon alles, was da drin ist. Plus ein bisschen Munition. Pff, da war jetzt nicht so viel. Das mal ich. Ja, die Toolbox, der Rucksack, Muni, das verkaufen wir. Hier haben wir nochmal Muni. Beim Essen, da weißt du, da kannst du scrollen, ja, das habe ich alles ein bisschen mehr verteilt, ne? Das, weil man immer mehr kriegt, dass man dann nicht auf einmal nochmal anfangen muss von unten und so. Aber wir haben ganz viele. Was ist denn das? Ja, oder was? Lynchi mit Eier. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir wahrscheinlich auch einen Topf für. So, den Schleifstein tue ich mit bei Werkzeuge, aber. Halten. Ich behalte meinen einen Quatsch, hier Schleifstein auch im Auto. bei Koffer. Nö, das Messer hält ganz schön lange. Ich tue es hier rein. So. Dann kommt das. Oh, die haben wir noch gar nicht. Oder? 7, Was denn? die 5, 56 mal 45 haben wir noch nicht. Die habe ich das erste Mal gefunden jetzt. So. Zwei, drei. Nee, das krieg ich alles in die Brusttasche. Sag ich mal, guckt, ob wir eine Angel bauen können. Man kann eine bauen, aber ich muss mal gucken, ob ich das kann. Ist sie denn improvisierte Angelrute? Eine Angelrolle haben wir ja. Angelschnur hätten wir notfalls auch. Bräuchten denn. Uns fehlt ein so ein Ding, glaube ich. So ein. Wo ist denn die Angel? Wo ist denn das? Hier, improvisierte Angel.
Messer haben wir. Das, wir haben alles. Seil können wir herstellen. Stöcke liegen überall rum. Drähte haben wir genug. Messer haben wir und Nägel haben wir auch. Können wir herstellen. Da mache ich uns mal ein Seil. Warte. Seil haben wir drin oder bauen? Ach, ne, dann können wir es doch sofort herstellen. Brauche ich bloß ein Stöckchen ja, holen. Das ist ein Seil dort unten, 5 Meter Seil. Nimm was du brauchst da. Ist ja. Ware haben wir. Und die abgenutzten Messer dann, ne? Nicht die noch gut in Schuss sind, sondern immer die, die wenigsten Prozente haben, ja? Ja, langer Holzstock. So. Ach, die Rolle haben wir 2 Stück. Will ich ja mal gucken. Ich weiß nicht, ob das die große Rolle ist, die wir hier haben. Angelrolle. Na ja, gut. Ja, ich glaube nicht, dass das die große ist. Messer, ja. Moment. Da lege ich meins mal kurz hier ins Regal. So. Also. 2 Nägel, 1 Draht. Ach, 2 lange Stöcke. 2 Nägel. 2 Draht. Noch ein langer Stock. Hier schweben Stiefel in der Luft. Das sind meine. Scheiße. Ach so, das ist vorhin, die lagen am Auto dran. So, ja, wo du sie ausgezogen hast. Ja. So, gib mir mal noch so ein bisschen. Oh, was ist das hier? Hast du ein Bajonett gefunden? Ja, lass das mal liegen. Das ist ja meine Waffe, mit der ich immer kämpfe. Ich will das ja nicht aus Versehen verbrauchen, jetzt zum Herstellen. Sag mal, kann ich immer so einen blöden Busch auseinander rupfen? Das gibt's doch nicht. Jetzt. Ist das bloß eine Waffe oder kannst du die auch? Die kann ich auch als Handwaffe nehmen oder ans. Die kannst du eigentlich auch ans Gewehr anbauen. Denke ich mal. Ja, aber steht nicht bei für welcher. Müsste man erst wieder gucken, für welcher. Probier das bloß mal, ob die bei mir drauf passt, ja? Nee, bei mir passt sie nicht drauf. Jetzt brauch ich bloß noch. Nee. Oder bauen so ein Seil. Zack. Ach, 2? Nee. Doch. Entweder ein gutes oder. Da ist doch ein 5 Meter Seil drinne. Das hält doch bestimmt für 2 Routen. Gucken wir mal, ich stell mal eine her. So. Wo ist es denn? Ah, hier. Bester Mann. Ja, das ist ja nur die improvisierte Angelroute. Also, muss ich da jetzt noch was dran machen? Eine Rolle? Nö. Zwei Rollen haben wir eben bei den Werkzeugen drin. Muss eigentlich gehen, die. Willst du auch gleich eine Angel haben? Improv. Nee, erstmal nicht. Mach erstmal nur eine. Gut. Weil, wenn wir nachher nämlich gleich eine finden, dann ärgern wir uns nur. Ja. Weißt du? Okay, mein Bajonett nehme ich wieder mit. Zack. Kommt bei ihr. Ja, das tue ich ehrlich bei Verkauf. Die Messer sind so der letzte Müll. So. Kann ich damit jetzt schon was machen? 8, 12, 15. So, wo war das jetzt nochmal? Auch unter. Nee, unter Essen. War das doch. Nee. Nee, unter Medizin. Das ist alles, was wir haben für die Angeln. Okay. Ich nehme mal Paket Angelhaken. Ich probiere es jetzt mal. Dann. Zeige mal Gewicht.
Bis zu 1 Kilo? Nee. Ich mach mal das hier. Warte mal, ich mach das. So. Und ein Köder, ne? Aber ich glaube, uns fehlt was. Was denn? Ist unten schon, ne? Uns fehlen nämlich diese Schwimmer. Oh. Aber oder diese Pose oder wie die Dinger heißen, da kann man die hier auch. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hier zusammenbaue. Es geht einfach nicht. Ich bin irgendwie ein Stein. Ich tue es jetzt mal alles in meine Kiste, alles? Dass wir das schon mal zusammen haben. Also, vielleicht muss man erst den Schwimmer dran bauen. Ich weiß es nicht. Ich habe hier irgendwie noch Kiste. Bist du? Jetzt bei meiner Kiste. Teich, nee, bei meiner Kiste. Ach. Weil ich krieg die nicht zusammengebaut. Da setzt nichts dran, egal was ich probiere. Es kann sein, dass du das Improvisierte nicht mit dem Originalen vermischen. Plus, oder gar nichts, oder? Ja, aber ich. Warum kann ich das Ding dann bauen? Damit. Ja, bauen sie eine Sache. Also muss ich theoretisch, pass mal auf. Muss ich ja dann theoretisch einen improvisierten Schwimmer bauen, einen improvisierten Angelhaken und den ganzen Mist. Du musst aber alles aus der Kiste rausholen, was du brauchst, ne? Sonst geht das nicht. Naja, hab ich ja. Geht ja alles nicht. Vielleicht muss ich nur das Improvisierte jetzt alles herstellen. Oh Gott. Leg mal die Rute und die Angelrolle und sowas hin. Hä? Jetzt mal alles hin, was du hast. Sag mal. Ja. Warte, hier. Da. 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 Und hier nochmal restliche Haken. So. Na, die Rolle fehlt ja. Hä? Oh. Hier liegt doch. Ach so. Gar keine Rolle eben. Rolle. Wo haben wir eine? Ja, zwei. Ja. Ich bin Stein, ich sag's doch immer wieder. Ich habe ja auch noch nie geangelt, deswegen ich kenne mich da nie aus. So eine Angel aufgebaut ist. Hast du ich schon mal geangelt? Nicht, aber ich hab's. Weil. Nee. Wir würden die Tiere leid tun. Irgendwie. Ja, essen so, jetzt habe ich hier die auch. Angel. Also. Essen tust du natürlich, aber. So, dann müssen wir die Schnur jetzt. Müssen wir hier Schnur rausnehmen. Ach so. Die Schnur. Jetzt musst du die Angel wieder in der Hand nehmen. Die Schnur dann da rein. Ach so, ich dachte, der nimmt das ganze Ding. Siehst du, mit der Schnur, das Angelhaken ist mir klar. Das habe ich ja gelesen, dass das ein Packen ist. Aber Schnur, ich habe gedacht, der macht das ganze Ding da dran. Da musst du also auch eine Schnur rausnehmen. Du kannst die mehrfach nehmen. Ja. Okay. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt fehlt... Der Schwimmer fehlt noch. Warte mal, vielleicht ist hier der Schwimmer... Es fehlt dieses... Morgen. Ich guck mal. Dieser Pose, oder wie der heißt. Das fehlt, das müssen wir uns dann wegen kaufen. Ein Schwimmer. Ich guck grad mal hier. Vielleicht spawnt hier was. Nee. Nee. Hier liegt alles in die Verkaufskiste hier, ne? Was du mir gerade hingelegt hast. Nee. Das war das hier. Nee, nicht in die Verkaufskiste. Nicht zum Verkaufen, sondern nur, dass du es findest. Ja, sonst hätte ich es oben in meine Truhe. Also müssen wir eigentlich. Das meine ich damit. Fehlt nur noch ein Schwimmer, ja? Ich habe das jetzt so richtig Schwimmer, verstanden. Ja. Also das wohl. Ja, Schwimmer. Damit das halt nicht abschwimmt im Wasser. Genau. Und dann werden wir uns noch ein dickeres Band holen.
Ich würde Ja, sagen, das weiß ist nicht, jetzt ein ungefähr. 3-Kilo-Band ungefähr. Ja, also ich habe schon mal die Kühe rausgezogen. Ich weiß natürlich nicht, ob es Oh. mit der Route überhaupt geht. Okay, na dann gucken wir mal, wir haben doch Geld. Komm. Also Händler. Oh, Händler, Händler Händler, sagt Händler, das Händler, Quiz. Händler, 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 la 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 la. Siehst du? An meinem Auto ist vorne auch, ach nee, das war an meinem Auto. Warte mal. Oh ja. Das geht bestimmt irgendwann hier mit dem Autos ziehen. Mit dieser Rolle hier vorne. Das geht bestimmt mal. Das wäre natürlich cool, ja. Ja. Oder halt auch, einer bleibt liegen. Sprit alle oder Batterie alle. Dann kann man den halt anhängen und nimmt ihn noch ein Stück mit. Dass der halt bloß ein bisschen mit lenken muss, weil der ja dann ausschert. Nach so einer Schnur. Das wäre halt geil. Findest ein Auto, hast kein Benzin und einer nimmt dich einfach mit. Da hast du es erstmal safe. Das wäre richtig gut. Wisst ihr Ja, dann ist es aber. du wie? Das machen Ja. wir. Bern auch. Warte, ich muss noch mal was essen. Ich habe gerade schon wieder Hunger. Also wir machen hier nichts und ständig will ja was futtern. Ich esse mich jetzt mit Bärlauch voll. Bestimmt irgendwo Pilze. Ich guck mal kurz. Die sind doch giftig. Bin ich mir sicher. Das ist ja eigentlich auch ein eigenes Biom, kannst du sagen. Das ist ja so Nadelwald alles hier. Das ist ja nicht der Standortwald, den man unten mehr hat. In der Mitte. Alles voller Farne hier. Ich weiß gar nicht. Weißt du, was auch geil wäre, wenn irgendwann so Kräuterkunde und so kommen würde? Dass du dann wirklich noch durch den Wald gehst und verschiedene Arten suchen musst. Dann könntest du vielleicht irgendwie natürliches Antibiotika herstellen. Oder so. Ja. Oder findest keinen Alkohol, da machst du halt Umschläge mit ja, irgendeiner Pflanze. Kommt bestimmt noch. Dann gehe ich immer Blumen pflücken. Hier ist auch nichts zu essen. So, bist du ready oder was? Ja, ich drück mir Okay. jetzt bloß nochmal irgend so einen Schokoriegel in den Wanst und dann kommen wir gerne los. Welche Händler wollen wir wieder den Händler da oben? Ja, muss ja, Ja, der ist ja der am ist ja am nächsten, nächsten dran, ne? ja. Warte. Ja, aber weil die irgendwann auch wegen Geld, weißt du? Aber das war ja jetzt lange genug her. Wir haben ja schon Ich ewig weiß nicht, wie her. das nach, also nach Spawn nenne ich es jetzt Nee, mal. weiß ich jetzt auch nicht genau. Muss ich gucken. Oh, Fruchtcocktail, beste. Was haben wir hier? Meersalz? Nee. Komm, ich fress jetzt hier so ein Stück Butter. Boah, das ist hart. Knallhart, der Typ. Wie viele Kalorien hat denn das? Pass mal auf. 130. Fett 18 Gramm, Alter. Oh. Okay, das ist wild. Das Stück Butter hätten wir für Popcorn gebraucht. Wir haben doch 10-mal Butter dran. Ich habe nur eins gegessen. Da kannst du Aber noch dann nehmen wir, und zehnmal von da nehmen. holen wir uns mal Lebensmittel, die nicht abgelaufen sind. Ich habe letztens, das war richtig gute Sachen, da habe ich nur eine Sache reingemacht, die unter 60 war und schon hast du schon 50% plus gehabt, weißt du? Oh, ich blöd, man hab die leere Flasche vorhin weggeschmissen. Warte, bin sofort bereit. Ja. Nee, ja. Hat er die Fenster zugebaut? Jetzt muss ich immer durch die langweilige Tür gehen. Inventar. Warte mal. Dann nehme ich mir jetzt hier so eine. Hier. Dann fülle ich mir die nachher mal wieder auf. So. Und so. Gut. Wir können. Ready? Ja.
was wir CO2 tun hier mit zwei Autos. Ja. Mann, bin ich ein Stein. Mein Auto geht bald in den Arsch. Rechts geht's zu der Militäreinrichtung, ne? Können wir doch dann gleich hin? Können wir dann auch wieder zurück machen? Ja. Also ich muss unbedingt langsam mal meine Karre reparieren, gell? Ja, dann müssen wir mal gucken, was das kostet, ein so eine Reparatur, aber ich glaube, das ist ganz schön teuer, ey. Bestimmt 3.000, schätze ich mal. Dann bin ich nämlich eher was für Waffenreparatur holen, weißt du? Es gibt ja viele Waffen, die man nicht auseinanderbauen hat, weil auseinanderbauen kann, weil man sie ja nicht kaputt hat. Sag doch, ich mach das noch in Arsch. Nee, andersrum. Oben lang, oben lang, oben lang, oben lang. Doch, manchmal eine Scheiße hier mit der Straße. Langsam in den Korb gefahren. Auch voll cool, wenn du richtig viel fürs Auto hier noch anbringen könntest, weißt du, wenn das Auto noch mal so eine eigene Werkstatt kriegen würde. Kommt bestimmt noch. Die werden ja noch einiges machen. Ich meine, wir sind aber dann schon in der 08, aber vielleicht tun sie über Release hinaus weiter patchen. Könnte ich mir vorstellen. Du meinst, ab 1.0 müsste es rein theoretisch fertig sein, das Spiel. Normalerweise ist es ja so, ne? Ja. Wieso kann ich nicht rückwärts fahren? Ist schon wieder fest? Und mein Auto ist noch zwei Treffer, dann ist es kaputt, ne? Also ich muss jetzt sowas kaufen, es nützt nichts. Bleibt das hier liegen und das ist nicht mehr reparierbar. Ich muss jetzt echt aufpassen. Bleibst du denn? War ich überhaupt richtig? Wo bist denn du? Du kannst doch bloß noch auf der Straße fahren. Du musst doch jetzt den Berg hier hochfahren. Ich muss vorsichtig fahren. Das ist gleich ein Arsch und dann kannst du es nicht mehr reparieren und dann war's das. Das ist echt schlimm. Ach, da kommst du. Hier rechts dann, ne? Du? Weil, Verschalter, ja. Ist ja
peinlich. Weil ich mach's ja auch nicht anders. Ja, du hast doch den Vorteil ja höher, oder? Ist ganz. Also ja, muss ja, weil ich kann ja schneller fahren als du. Ich habe hier Anfänger stehen. Eine Stufe hast du. Also eine Stufe habe ich. Jetzt 23.000 Punkte und brauche 100.000, glaube ich, um einen zweiten zu kriegen. Ich habe erst 10%. Und da sind wir schon so viel gefahren. Das ist die erste Stufe dann. Zählt das auch, wenn du bei mir mitfährst, ja? Nee, glaube ich nicht. So eine blöde Strecke, die lässt sich so assi fahren hier. Nur Kurven. Ja, für welche, die wie wir nicht schalten können, ist die Scheiße, ne? Wie weit ist denn das jetzt noch? Oh, was? Wie weit ist denn das? Das ist verkehrt gefahren, sehe ich gerade. Oh, ich bin ja wieder links dran vorbeigefahren. Runterfahren. Oder nee, wir fahren noch weiter. Ich fahre jetzt weiter. Jetzt bin ich immer hier. Oh Mann. Der kommt doch da nie an. Scheiße. Ja, da loot ich jetzt hier unterwegs aber noch was. Hier zum Beispiel. Hier kommt doch auch was. Hier. Observatorium ist das, glaube ich. Da wollte ich eh schon mal hin. Ja, das ist auch geil. Ja, da war ich schon mal. Das ist cool. Okay. Da gehe ich aber erst noch eine rauchen. Ja. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Hier würde ich jetzt parken.